Liebe Zocker-Freaks und Zocker-Ladies, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars und diesmal auf Nero's Ways auf meinem Kanal. Ich möchte aber den Platzangst. Ich hab die Ehre auf der Map Platzangst, die bei Quatrix designt hat, zu zocken. Von bei Quatrix. Bei Quatrix Platzangst ist meine Ehre. Nein! Das ist ja zum Heulen. So scheiße. Das ist ja nur was für dämliche Deppen. Ne? Mann! Ernsthaft? Der Server will mich verarschen. Boah, Mann! Platzangst, meine Güte. Platzangst! Platzangst muss ich durchsetzen. Oh Gott sei Dank. Kein Baby Legends. Hau ab. Ich habe mich sowas von blamiert, ey. Oh Mann, ey. Ich habe auf den Spawner habe ich drauf gebaut, sodass ich kein Item mehr gekriegt habe. Schlimmer als das kann es doch gar nicht mehr sein, ey. Ich komme der 1000 fast schon nahe. Nahe. Okay. Alter! Ja, jetzt verstehe ich, warum die anderen immer gewinnen. Na super, und jetzt backe ich auch. Ich finde es voll cool, der Backquatrix Shop. Boah. Ja, genau, und jetzt. Ja, und jetzt kommt er noch auf mich. Nein! Boah, Mann, ey. Oh, mal schauen, wie man eine bodenlose Map macht in
Minecraft. In Minecraft meine ich natürlich. Eins, Semikolon, null. Kopieren wir. Das ist nämlich auch gleichzeitig ein Tutorial. Dann stellen wir unsere Bedwars Map. So, natürlich im Creative Mine. Off. Nee, das kann man anlassen. Off. Costumes. Presets. Da werde ich einfach nur das angeben. Das Preset. Done. Create new world. New world. Boah, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Keine Ahnung. Da läuft immer was schief, sorry. Egal. Die löschen wir, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich möchte einfach noch Bedwars spielen. Oh, machen wir mal. Bedwars Map. Bei Quadrix. Bei Quadrix. So, jetzt spiele ich einfach. Ach, meine Güte, die Map ist leer. Mal schauen, was bei Quadrix. Einfach bei
Warte. Ernsthaft, ich habe noch nichts gemacht, ich Dummkopf. Das ist mein Schuh, wenn ich jetzt verliere. Jetzt wird er auch noch Gewinner. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Schnell dorthin. Oh. Oder nee, ich habe eine bessere Idee. LOL. LOL. Er kann nichts. Alter! Er kann wirklich nichts, oder? Nee, stimmt nicht wirklich. Aber gut. Nein. Schade, aber war eine gute Runde. Vielleicht werde ich noch nachher an der Bad Wars Map arbeiten. Aber naja, fürs Erste reicht das. 972 Punkte. Ja, ist schon ein dickes, fettes Punktekonto. Oh Gott. Schnell baut er. Den darf ich nicht aus dem Auge verlieren. Wie kann er? Oh ja, ja. Ich habe noch gekillt. Alter. Boah, ernsthaft, ey. 1047, 47, mein Nadole. Ja, wo ich habe über 1000 Punkte. Nice, es muss gefeiert werden. Happy Birthday to you. Nee, Scherz. So habe ich es nicht gemeint. Kills 0, Bett 0, egal. Ich werde dann einfach mal losrushen. Ich bin der Bad Wars Champion. Champion, Champion, Champion. So. So.
Na toll. Sein Bug war natürlich absehbar. Nein, jetzt. Jetzt aber. Siebenundvierzig, immer noch schade. Ja, ich gehe jetzt mal in die nächste Runde. Aber ich habe schon immerhin über 1000 Punkte. Nice, cool. Das ist der Nachteil daran. Boah, Mann, ey, dieser Bug hat mein Leben ruiniert, ey. Ich hätte gewonnen, wenn nicht dieser Bug gewesen wäre. Wegen dem habe ich nämlich verloren. Das war richtig kacke. Ich will nämlich, nee, ich will Platzangst. Platzangst, 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 keine andere. Gott sei Dank. Platzangst von bei Quadrix. Die coole Map, die er selbst gebaut hat. Ich liebe sie bei ihm deshalb. Ich liebe nämlich auch bei Quadrix und deshalb liebe ich auch seine Maps. Hier passt eigentlich alles. Und ja, so eine sehr gute Map kann ich einfach nur empfehlen. Eigentlich kann ich jetzt, wo die anders beschäftigt ist, kann ich mich. Boah, Alter! Ja. Diese Bugs nerven. Ernsthaft. Boah, nein! Jetzt! Alter, jetzt kommt er zu mir! Nein! Alter! 1047, so ein Kacke, ey. So ein Shit, ey. So eine Verarsche. Boah, Mann. Ich hasse das. Er hat mein Leben ruiniert. Nee, Scherz. Ich mach die kaputt, diese dummen Mistkerle. Dumm, Kack-Mistkerle. Die werde ich kaputt machen. Ich rushe einfach den hin, dann ist ihr Bett futsch. Nein, warum diese. Sch Nein, warum diese Kack-Map? Boah, Mann, ich wollte auch die Platzangst-Map. Von bei Quatrix. Die ist zwar auch von bei Quatrix, aber. Die ist zwar cool, aber. Also, nicht haten, bitte. Aber ich mag sie. Nein! Wie ist das möglich? Ich hasse das. Ich hate. Oh Mann, ey, so. Oh, ich weiß es. Tausendsechzig, ne? Ist immer 20 Punkte dazu. Ja, cool. Vier Siege. Vier Niederlagen. Vier Niederlagen. Ja. Ich meine, gescheite Map. Nein! Diese Bug-Map. Was ist denn? Dieser blöde Bug-Server.
ich hätte fast ein Bett gekriegt. Scheiß Hacker, ey. Du bist kacke. Ich hab ihn doch erwischt. Sag mir nicht, dass ich den nicht erwischt habe. Boah, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Will lieber selbst meinen eigenen Server machen. Bed Wars. Map. So. Die nicht. Ich will eine neue Welt kriegen. Bed Wars. Bed Wars. Map. Creative. Aber nee, ich brauche Cheats. Cheats on. Costumens. Hä? Jetzt. Boah, Mann. Ich nehme The Void. Ich werde schon mal ein bisschen vorkreieren. Ich hätte auch Bock auf eine kleine Map. Und zwar fange ich hier gleich an. Auch zuerst Wood, mich ein bisschen abzustemmen. Boah, habe ich nicht gekriegt. Mist. Aber auf Nerox ist es voll cool, dass man. Okay. Jetzt habe ich mal Lust auf eine Never Map. Never Break. Und dann. So. Jetzt ist es mal etwas kleiner, aber auch nicht so klein. Muss ich die Spawner festlegen? Clay. Das ist der Bronze-Spawner. Iron tue ich dahin. Iron-Spawner. Boah, Mann, das können wir eigentlich wieder zumachen. So. So. Mit Glowstone schaut der
der Goldspawner richtig nice aus. Viel cooler als mit normalem Gold. Und ja, was sollen wir denn da noch spawnen? Ah, ich habe eine bessere Idee. Wir machen es einfach zu. Dann machen wir das auch zu. Goldspawner kommt einfach dahin. Ups. Oh Mann. Ja. Das ist schon mal gut. Schön in der Mitte, schön verteilt. Dann, ja. Da kommt halt der Villager rein. Bereich müssen wir da hinten ein bisschen absichern, damit der nicht da rausfliegt, der arme Kerl. Und, so. So, dann tun wir hier. So, da ist er jetzt drauf. Den Bereich, wo das Berg ist, tun wir mit Neverack platzieren. Da kommt dann halt, ja. Machen wir ein rotes Bett dahin. So, damit ist diese Teil von der Bed Wars Map eigentlich schon fertig. Und da tue ich nur noch einen Villager. Villager. So, das wäre jetzt die Bed Wars Map. So, die müssen wir noch Item Shop nennen, damit man weiß, was das überhaupt ist. Ups. Name Tag brauchen wir erstmal. Und dann bräuchten wir noch einen. Okay. Dann, Dann nenne ich den jetzt Item Shop. Den nenne ich jetzt Item Shop. Item Shop. So, das ist Item Shop. Kann man ein bisschen schlecht sehen, aber ist halt so. Und ja. So, Bed Wars Map, da tue ich noch. Herumprogrammieren. Und damit das alles unauffällig ist, gebe ich mir meinen Befehl ein. Give the Command. Ups. Command Block. Und dann haben wir den Command Block hier. Werden wir jetzt gleich nehmen. Dann tun wir hier unter diesem Ding so ein Command. Ups. So. Dann hier gehen wir zusammen. Brick. Ups. Give Player
Brick. Brick. Das ist nämlich Bronze, der Brick. Dann werde ich Redstone. Ich frage mich eigentlich, warum man Redstone nur hier macht. Aber bei Nevertrack oder so. Oder gibt es das auch bei Neverbricks? Redstone? Muss mal kurz ausprobieren. Das geht, aber keine Ahnung. Naja, aber es geht halt momentan nicht. Ich hole mal gleich mal einen Stone, um dieses Ding wieder zu beheben, damit es wieder normal ausschaut. So, ja, geht halt nicht. Deshalb müssen wir hier. Nee, warte. Damit man es aber nicht sieht, dass dein Command dahinter schickt, wird das, ja, Brick, wird das hier versteckt. Und dann müssen wir das irgendwie da hoch befördern. Da müssen wir hier mal schauen, ob wir Redstone auch stufenweise herauf befördern können. Ja, geht. Locker. Dann tun wir es ja hier hin. So. Wenn man jetzt da einen Hebel hin tut, oder beziehungsweise lass uns mal eine Druckplatte, Plate, wenn man aber jetzt statt nur Command zu schreiben, also Player, jetzt Save Your Red Cat eingibt. So. Stattdessen Save Your Red Cat. Dann, mal schauen, was dann passiert. Dann. Dann kriege ich lauter Bronze. Das bedeutet, meine Taktik hat funktioniert. Der Spawner funktioniert saugut. Wir müssen die nur noch ein bisschen verbergen. Das machen wir, indem wir Never Track, was auch immer sein soll. Das müssen wir dann hier oben drüber machen, damit man das halt nicht sieht. So. So, jetzt tun wir noch schnell die anderen programmieren. Geht eigentlich auf dieselbe Weise. So, der Bronze-Spawner funktioniert. Jetzt brauchen wir noch die Gold- und Eisen-Spawner. Das tun wir auch wieder. Give, in dem Fall sehr für Red Kit. Gold Ingot. Ich glaube, das ist Gold, oder? Nö. Ach so. Ups. Wir haben den falschen Spawner genommen. Wir müssen, das da ist der Bronze. Den müssen wir nehmen. Und deshalb, tun wir den noch programmieren. Give, save your red cat, brick.
Rick. So, der Befehl ist gesetzt. Den müssen wir umprogrammieren, den Command-Block. Obwohl, dann setzen wir erneut. Hier muss stehen, give, save record, iron ingot. Da steht's, iron ingot. Und beim Goldspawner schließlich, give, save record, gold ingot. Okay, gut. Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt ist er. Jetzt. Nee, wir brauchen. Jetzt ist der Spawner richtig. Den müssen wir noch korrigieren. Ist jetzt wurscht, ob man den sieht oder nicht. Ist halt so. Mache jetzt einfach so einen üppigen Weg. Am besten auf aus Never Pricks, aber halt, da muss halt nicht so auffällig sein. Ja, ist wichtig für meinen Bedwars Server, dass der gut ausschaut. Allerdings muss es nicht so großartig sein. Redstone. Redstone nämlich. Nehme ich mal. Redstone. Redstone. Wir können auch, stattdessen können wir einfach dieses Eisen nehmen. Ist wurscht. Und das passt, ja. Schaut auch sehr gut aus, meiner Meinung nach. So. Ich tue jetzt mal ein bisschen bridgen. So. Welcher Command ist das? Gold Ingot. Okay. Da muss der hier hin. So. Und da muss noch mit einer Brustplatte verbunden werden. Machen wir hier eine Brustplatte hin. Und dann haben wir hier einen Spawner. Gut. Und jetzt brauchen wir nur noch den Spawner. Und deshalb, ja, wir können auch Gray, mal schauen, was da. Das wäre nice. Das wäre nice. Das wäre ein cooler Eisenspawner. Der sah auch richtig nice aus. Und na Mann, jetzt muss ich schon wieder Redstone nehmen. Eieiei, das nervt so sehr. So. Und der Rest und der letzte Spawner kommt hier hin. Never Bricks natürlich. Der kommt hier hin. Ups. Ja, es wird. Das sollte man auch nicht sehen. Das schaut nicht schön aus sonst. Boah, das nervt ja. Time set day. So, jetzt easy peasy haben wir das auf Tag gesetzt.
So. So. So, und jetzt müssen wir nur noch mit Redstone eine Verbindung herstellen. Das bedeutet, alles, was wir brauchen, ist Command Block. Das ist er. So. So. Noch eine Druckplatte. Ein Brick. Gold Ingot. Iron Ingot. So, alle Spawner funktionieren. Jetzt machen wir das ein bisschen zu. Macht richtig Spaß, eine eigene Bedwars Map zu kreieren. Denn das ist dein eigener Server, dein einer Bedwars Server quasi. Und deshalb musst du dir ernsthaft Mühe geben. Geht nicht, schade. Ja. So. Das können wir schon längst wegmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Ich weiß auch schon, wie ich die nennen werde, nämlich Never Fortress. Diese Map werde ich Never Fortress nennen. Mit gutem Shop kann man sich hier entweder mit Smaragd, das gibt es dann irgendwann in der Mitte, was kaufen. Oder man kann sich hier mit der Werkbank was craften. Zum Beispiel, man kann sich hier Blöcke craften mit Bronze. Kann man hier so bauen. Zum Beispiel sind Bronzeblöcke. Und mit Gold und so kann man sich halt Waffen besorgen. Und ja, dafür bräuchte man noch einen Stick. Und ja, Waffen und Rüstungen könnt ihr euch hier besorgen. Ich werde hier noch als Stick könnte man ja, holt man sich da einfach. Und hier kann man sich Rüstungen holen und Blöcke und Rüstung. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Ja. Ja. Machen wir noch zu, damit niemand weiß, was ich da angestellt habe. Ja, soll ja. Man soll ja nicht immer wissen,
welche Commands ich dahinter verwende. Sonst kann man cheaten und die Commands verändern, sodass der zum Beispiel nichts mehr spawnt und das wäre nicht gut. Dann würde keiner mehr auf dieser Bedwars Map spielen. Ich auch nicht. Also ich schon, wenn ich es wieder zurückherstellen kann, also zurückprogrammieren. Aber zur Sicherheit tue ich mal hier alles hier zumachen, damit man nichts sehen kann. Redstone, das kann ich nicht vermeiden, aber wenigstens wissen sie nicht, welcher Befehl dahinter steckt und was ich da programmiert habe. Ja, dieses Loch muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das kann man eigentlich auch zumachen. Mache ich gleich. Gott, jetzt haben wir eine doppelte Platte. Was machen wir denn da? Aber wenigstens können wir das jetzt dazu machen. Ja. Ach so, nein, natürlich nicht. Wir brauchen einen normalen Brick. Und keinen Brick-Block. Wir brauchen keine Bricks, sondern einen normalen Brick. Das muss ich schnell noch ändern. Deshalb muss ich den Command-Block nochmal hervorgraben. Boah, Mann, ich weiß nicht mehr, wo der war, so genau. Ich werde ein bisschen mal buddeln. Wo war er? Oh Gott, was habe ich angerichtet? Da war er. Nee, das war er nicht. Wo war der? Da. Brick soll ja nur ein Brick sein, kein ganzer Block. Ich denke, ich bin. Es wäre ja zu einfach, Blöcke zu ergattern. Deshalb, ja, jetzt kann ich die Verbindung wiederherstellen. So. So, hoffentlich funktioniert der Befehl jetzt wieder. So, jawohl, jetzt haben wir einen Brick. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht, könnte man sagen, Bricks 3. So. Ja, das ist mein Tutorial. Ich werde die jetzt speichern und neu benennen.
Never Fortress Safe. So, Never Fortress. So, in meiner Bad Boss Lobby. Mist, ich hab die falsche. Okay, ich wollte jetzt nicht dahin zur Bad Boss Lobby, sondern ich wollte einfach zur Lobby. Ich brauche die normale Lobby, die ich gebaut habe. Denn da sind die Lobby-Schilder und die muss ich noch ändern. Also der erste Bad Boss Server. Hi Leute! So, jetzt sind wir hier auf meiner coolen Lobby. Der Server 1 von Bad Boss wird nicht heißen Server 1. Jetzt habe ich endlich den Namen. Nether Fortress. Never Fortress und das Schild. Server 1 werde ich nicht beibehalten. Bedeutet, ich muss das Schild ändern. Never Fortress. Never Fortress. So, jetzt so werde ich den jetzt nennen. Never Fortress. So, das ist schon mal die erste Änderung. Ansonsten werde ich noch... Willkommen. Ups. Uiuiui. Auf dem Server Papi. Ups. Safi Papi Safi auf dem Server puppysafebetty.net. So Nähchen, weil Betty wegen Bad Boss. Es geht natürlich auch Vero, aber Bad Boss ist mein Lieblingsspiel. Und Safey, mein Name, Safey Redcat. Und Safey und Puppy ist halt von meinem YouTube-Kanal. Nee, .net, ich habe eine andere. Ich habe eine andere Abkürzung. Safi Papi Safi Papi .net / YouTube. Ja, so ist es gut. Vero. Bad Wars. Hier sind's. 6 Server. Der anderen Seite auch. 6 Server. Und ja.
States kills 0 Betten 0. Und damit berechnet man auch den Punkt. Also. Null, jawohl, cool. Cool. So, das ist ein bisschen buggt. Gut, also, und wenn ihr wollt, zeige ich euch nochmal Never Fortress. Die ist noch nicht fertig natürlich, aber das ist schon mal okay. Zuerst machen wir es noch weg, damit die schöne Luft in der Luft ist. Und fertig. Gut. Das war's Tutorial und Bad Wars und wir sehen uns. Dann nächsten Mal. See you later. I'll see you later. Vale.